Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir kümmern uns jetzt um Mission Nummer 3 in Sequenz 8. Spaß und Spiele. Ui. Und mit diesem Flammeninferno als Bild zu der Mission scheint das ja richtig spaßig zu werden. Was haben diese beiden Ganganführer jetzt wieder vor? Mein Bester. Ich muss dir etwas zeigen. Aha. Lass mich raten. Ich darf wieder fahren. Wo wollen wir hin? In eine von Starks Werkstätten, wo Waffen für seine Armee hergestellt werden. Wenn die Welt voller schrecklicher Dinge ist, müssen wir diese Dinge zerstören. Ein Mann wie Starik errichtet eine Welt um seine eigenen Gelüste herum. Und dadurch verlieren wir die Fähigkeit, selber zu träumen. Deshalb müssen wir zuschlagen. Genau das. Was es auch koste. Jede Sekunde, die wir zögern, gibt Starik mehr Zeit für seine Vision. Alles klar. Dann zerschlagen wir diese Vision. So, Roth folgen. Noch gibt es kein optionales Missionsziel. Das sollte aber bestimmt gleich aufploppen. Kann ich mir kaum vorstellen, dass es diese Mission jetzt ohne ein optionales Ziel gibt. Oh. Wir sind ganz altbacken und nehmen die Leiter, um ein Gebäude zu erklimmen. So, und? Was für ein Gestank. Aber du siehst doch das Potenzial, guter Jacob. Diese Werkstatt gehört Starik. Leg das Dynamit und wir sprengen sie in Stücke. Gemeinsam. Bei der Platzierung des Sprengstoffs niemanden töten. Na super. Und es gibt insgesamt, ja, die Werkstatt mit Dynamit bestücken. Puh. Schon wieder diese niemanden töten Chose. Ich das hasse. Eindringling! Nein! Shit. Vielleicht ist er ein Geist. Ich hab den Bursche. Du entkommst nicht, Bursche. Meinst du? Puh. Nicht so schwach. Was? Hallo, ich wollte schon sagen. Ey, ja, geil. Ah. In Rauch auflösen. Na, das hat wenigstens. Was? Ey, come on. Was war das jetzt? Was war das? Den treffe ich. Keiner von denen sieht mich. Aber Hauptsache, ich werde trotzdem entdeckt. What the fuck? Das ist jetzt natürlich ein Problem, denn ich wusste, dass das Nummer 1. Na super. Ist ja vollkommen egal, ob ich dabei entdeckt werde, ne? Platziert ist platziert. Und wenn ich dabei die ganze Zeit im Kreis laufe, geil. Hauptsache, die beiden Dinger, die ich gerade eben noch angezündet habe, sind jetzt wieder. Tschüss. Ach, fuck. Ich hab ihn. Ach, come on. Ja.
Überlass die Festung hier! So. Machen wir es halt so. Na und? Wiedersehen. Gelegt. Okay. Bäm. So. Hauptsache niemanden töten, ist ja scheißegal, ob ich dabei unentdeckt bleibe. Und fertig. Mit Roth reden. Will er jetzt etwa den ganzen Spaß haben und das ganze Zeug zünden? Wahrscheinlich. Na? Hab ich gut gemacht, oder? Natürlich muss ich anonym werden. Das bin ich ja jetzt wohl, oder? Jawohl. Alles vorbereitet. Perfekt! Dann setzen wir jetzt den Plan um. Zurücktreten! Bereit? Warte! Warten worauf? Es sind Kinder da drin. Jacob, mein Freund. Starek lässt seine Waren von Kinderarbeitern herstellen. Wir müssen diese Produktion hier endlich schließen. Aber doch nicht so. Warum nicht? Ich kann tun und lassen, was immer ich will. Schon bald wirst du verstehen, was es bedeutet, so frei zu sein wie ich. Jagt sie hoch, Jungs! Alter. Nein! Was zum Teufel tust du denn? Wir spielen jetzt keine Spielchen mehr, Roth. Nein. Leider nicht. The fuck? Alle Kinder in unter 2 Minuten. Alter! Ach, shit, verdammt. Kann ich ihn nicht da rausnehmen? Was soll ich denn sonst machen? Ach shit, ich muss das öffnen. Ah, Dreck. Nein! Ach, verdammt nochmal! Dumm. Ja, eure Schicht ist heute früher vorbei. Schön für euch. Und jetzt raus hier! Jetzt muss ich nur noch diejenigen raustragen, die ich tragen muss. Also, nur noch diejenigen gerettet werden. Come on, come on, come on. Ach, leck mich doch! Jetzt wollen die ernsthaft noch verhindern, dass ich die Kinder rette, oder was? Ja, scheiß Ding ist doch am Abfackeln. Scheiß doch drauf. Ach, was für Säcke. Shit, 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 shit. Das ist das Letzte, oder? Come on! Och wehe, du greifst mich jetzt an mit dem Kind im Arm, ey. Geschafft. Ein Geschenk, Sir, von Mr. Roth. Was denn? Eine Granate mit gezogenem Stift? Sie sollten gewarnt sein, Mr. Fry. Wenn sich Roth über einen Mann ärgert, müssen im Allgemeinen viele darunter leiden. Mein lieber Jacob, unglücklicherweise haben unsere gemeinsamen Abenteuer wohl schon ein Ende gefunden. Trotz der kurzen Dauer unserer Zusammenarbeit hat diese dauerhafte Spuren hinterlassen. Ich wünsche dir viel Glück bei allen zukünftigen Unternehmungen. Aufrichtige Grüße, Maxwell. Postskriptum. Ich organisiere heute Abend eine Veranstaltung. Ganz London wird dort sein. Beiliegend erhältst du deine Einladung. Hehe.
Du Sackgesicht. Oh Mann. Das war so klar. Okay, es ist doch anders gekommen, als ich es erwartet hatte. Ich dachte, der Maxwell würde den Jacob irgendwann verraten, weil er es ohnehin irgendwie vorhatte. Aber nein, stattdessen gibt es einfach Meinungsverschiedenheiten, was die Methoden angeht, wie man Starik zu Fall bringt. What the fuck? Ey, ohne Scheiß, Kinder zu töten? Hallo? Ohne die Maschinen können die Kinder auch nichts machen, oder? Und meinst du, nur weil du die Kinderarbeiter umbringst, die er in dem Moment da drin eingestellt hat, meinst du nicht, dass er auf die Idee kommt, sich eventuell neue zu besorgen? Ich meine, klar, die Maschinen könnte er auch neu machen, aber ich habe das Gefühl, neue Kinderarbeiter zu besorgen, dauert nicht so lange, wie neue Maschinen zu besorgen. Ach, egal. Ach Gott. Aber dass die Allianz zerbricht, das war ja von Anfang an absehbar. Wo genau soll ich denn jetzt hin? Täusche ich mich oder ist hier jetzt... Oder muss ich noch ein paar Sekunden warten? Ah ja, jetzt ist da etwas auf der Karte erschienen. Oi, ganz in der Nähe sogar. Moment, wo ist mein Handy? Ich brauche die Zeit. Oh ja, mehr Zeit haben wir noch mehr als genug. Du Sackgesicht! So. Ich komm rüber und Zugsafe ist voll. Ja, mit Geld, das ich eigentlich nicht mehr wirklich gebrauchen kann. Ah, danke. So. Der nächste Auftrag wird es garantiert sein, den Maxwell zu erledigen. Da bin ich auch schon auf das einzigartige Attentat gespannt. Schlussakt. Jacob muss Maxwell Roth in der Alhambra Music Hall aufspüren und ihn eliminieren. Womit wir auch Sequenz 8 zu Ende bringen würden. Und dann sind wir schon in der finalen Sequenz, Leute. Krass. Danach nur noch das DLC, Jack the Ripper, und dann haben wir Assassin's Creed Syndicate fertig. Krass. Masken hier drüben. Zur Alhambra, dort entlang. Ross. Das ist alles? Nur eine Tarngelegenheit? Ah, Platzanweiser, Tarngelegenheit, Bedienung, Unterstützungsgelegenheit, Maschinist, Gelegenheit für ein einzigartiges Attentat. Ein Maschinist. Keine Ahnung, kann ich ihn von einem Sandsack erschlagen lassen oder was? So typisch Theater. Tod oder was auch immer. Meinetwegen auch Theater-Slapstick. Oder Bühnen-Slapstick. Ach, egal. Schauen wir erst einmal. Hier ist auch ein schöner Händler, bei dem ich mal kurz alles aufstocken kann. Einfacher Zugang zum Theater. Eine Maske finden und sich der Gruppe anschließen. Eine Maske von Roths Wache plündern. Die Türen öffnen sich in Kürze. Bitte die Masken anlegen. Oder ich nehme den Eingang, der scheinbar weiter oben liegt. Davon abgesehen, irre ich mich oder gibt es hier momentan noch keine optionalen Ziele? Hm. Kommt wahrscheinlich noch. Dumm. Das war doof, gebe ich zu. Okay. War ja klar, dass der Eingang hier oben nicht unbewacht ist. Hätte ich mir denken können. Okay. Erstmal hier so schön rumklettern. Denn hier sind überhaupt gar keine Wachen. Das mache ich mir zunutze. Ja komm, hoch mit dir! Sag mal... Jacob, was geht mit dir?
So, genau das wollte ich. Jetzt mit den Wurfmessern hantieren. Perfekt. Ah. Jetzt habe ich mir sogar noch nebenbei eine Maske besorgt. Yay. Ja, immerhin. Sie haben eine Maske für die Party bekommen, so bleiben sie in der Alhambra anonym, bis sie zu viel Aufmerksamkeit erregen. Okay, das ist doch schon mal was. Dann benutzen wir schön den Dacheingang. Sehr gut, ja. Diese zusätzlichen, keine Ahnung, Sekunden werden es wahrscheinlich nur sein, aber dennoch werden wir die sehr gut gebrauchen können. Ladies and Gentlemen, willkommen in der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Corvus der Schwindler auf. Auch wenn einige der Effekte bedrückend und zutiefst verstörend sind, bewahren Sie Ruhe, meine lieben Gäste. Keine Angst, dies ist nur die reinste Form der Unterhaltung. Die heutige Vorstellung geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen innehat. Alle Bedenken und Beschwerden sind bitte an ihn zu richten. Jacob, mein Junge, diese Show widme ich dir. Was zur Hölle? Wo ist denn der Typ? Er klingt so, als ob er direkt in meiner Nähe ist, aber ich sehe ihn in allen Richtungen überhaupt nicht. Okay. Wenn ich wüsste, wo der Kerl überhaupt steckt. Jawohl. Genau so möchte ich das. So, was haben wir hier? Sag mir nicht, der Kerl spawnt erst dann. Ich bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Ah, egal. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Szene 2 bereit. Da ist er. Der spawnt tatsächlich erst dann, wenn ich den Aussichtspunkt erreiche. Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen! Aha. Na also. Puh, jetzt sind sie aber zahlreich hier. Was? Wie, es sind mehrere? Oh, na toll. Okay, einer von ihnen muss Starrix, nicht Starrix, Maxwell sein. Aber ich weiß natürlich nicht im Vorhinein wen, wer es sein könnte. Unser Freiwilliger wird in Kürze für dich sterben, Jacob. Nein, Jacob, da lang. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird. Und zwar aus kürzester Wollte schon sagen. Jacob, unser jetzt kletter bitte. Mann! Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. Danke. Keine Fernwaffen nutzen, um die Köder zu töten. Okay, ja, ja, ist ja kein Ding. Wird unser Ehrengast unverletzt bleiben? Aber alles andere außer den Klonen kann ich ja locker töten. Und kann dabei benutzen, was ich will. Stellen wir diese Zähigkeit auf die Probe. Okay, ich denke mal, die werden jetzt erstmal nicht hierher kommen. Runter, lass runterlassen. Jacob, oh. So.
Er will es auch spannend machen, ne? So, Schloss knacken. Hi. Maschinist befreien, damit er den Steg senkt. Wie mitreißend. Keine Angst, meine Freunde. Das gehört alles zur Show. Das ist reizend. Bitte bleiben Sie doch auch für den nächsten Akt des Schauspiels. Hör je. Rückeln deine Prinzipien, Jacob. Oh, oh. Der Steg wurde abgesenkt. Okay, gut. Der Steg kann benutzt werden, um Roth zu eliminieren. Okay. Da muss ich jetzt nur noch da hochkommen. Der Typ muss nur noch genau das machen. Perfekt. Und hoch da. Die Frage ist jetzt, ist das hier der echte Maxwell oder ist das ein Klon? Ich habe ja keinen blassen. Alter! Wo senke ich das Ding denn ab? Soll ich ihm das Zeichen geben, dass der Steg weiter abgesenkt werden soll oder... Moment mal. Wir haben einen angemessen flachköpfigen Gentleman gefunden. Sie lachen, Ladies and Gentlemen, aber ich versichere Ihnen, dass es wahr ist. Zweifellos können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf vorgeht, meine Freunde. Irgendwie weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das einzigartige Attentat aussehen soll. Der Freiwillige hat nicht einmal gezuckt. Ach so, ich muss alle Köder erst einmal erledigen. Ach, mein Fehler. Das habe ich zugegebenermaßen überhaupt nicht gecheckt jetzt. Na egal. Oh, was rennt ihr denn davon? Er ist so gut wie tot. Okay, wisst ihr was? Bitteschön. Und nochmal. Wow. Sag mal. Die haben es aber auch gerade hier. So. Und tschüss. Wenn das nicht Roth war. Das hinterlässt einen starken Nachgeschmack, oder? Wie auf Schwein zu beißen, wenn man Wildbret erwartet. Na toll, die anderen beiden sind jetzt genau eine Ebene unter mir, oder was? Ja, super. Schaff ihn weg!
Ich suche für Schlimmes. Die Beute vor Augen, die Zähne gespitzt. Das ist ein letzter Kampf. Viel Spaß. Schlag dir die Zähne ein, wenn du dich traust. Komm her. Nicht lauern, kämpfen. Gott, Gott, Gott. Jetzt noch auf die andere Seite. Einer muss sich um ihn. Es sterben vor Hell. Geschafft der Gegner. Das Aroma ist ein Zeichen. Na? Jetzt taucht er auf. Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los, zelebrieren! Du bist am Zug, Jacob, mein Bester. Wow. Alter, dein Ernst? Brenn! Brenn! Dieser Irre. Das Seil kappen, um Roth zu eliminieren. Okay. Begleite mich zum Finale. Bewahren Sie Ruhe. Wo ist denn das Seil? Jacob, mein Bester, wo steckst du? Komm raus, wo immer du bist. Attentat. So. Oh ja. Mit dem Gegengewicht. Jetzt hängt er da wie ein schönes Schwein. Na? Hab ich dich. Maxwell, unsere Partnerschaft hätte was werden können, hättest du nur andere Methoden gewählt. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Warum hast du das getan? Das alles. Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Warum nicht? Alter, das kam jetzt unüberrascht. Jacob war davon jetzt genauso angefuckt, um ehrlich zu sein, ja. Entschuldigt die Wortwahl, aber was zur Hölle? Eieiei, wenigstens ist der Psycho jetzt aus dem Verkehr gezogen. In unter 90 Sekunden, na? Was für ein Albtraum. Ja, ein reißendes Feuerinferno. Das klingt ja scheiße. Shit, shit, shit. Was für eine verfluchte Schweinerei. Du sagst es. Na toll. Ah, dieser Drecksack. Ich weiß, er ist nicht derjenige, der hier alles genau dann einstürzen lässt, wenn ich an den Eingängen oder an den Ausgängen ankomme, aber trotzdem. Das ist doch zum Kotzen. Junge, du wirst verbrannt, du hast andere Probleme, als mir hinterher zu hetzen. Wo soll ich denn sonst lang? Oh, heiß, 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 heiß. Aua. Whoops. Okay, da darf ich überhaupt nicht hoch.
Memo angenommen. Aber wie soll ich denn sonst rauskommen? Sämtliche Eingänge wurden sofort zerstört. Oder Ausgänge wurden zugeschüttet. In dem Moment, als ich da rankam. The fuck? Brennende Gebäude haben so ein wunderbares Timing. Herrlich. Alles genau richtig vom Zeitpunkt her für ihren Tod. Okay, nach einiger Sucherei habe ich, glaube ich, den richtigen Pfad gefunden. Ich muss hier mittig hoch, damit ich eben beim Hochklettern nicht vom Feuer erfasst werde. Dann kann ich hier rein und hier über die Treppen nach unten gelangen. Ich hoffe, da unten komme ich dann an der richtigen Stelle. Jawohl, geht doch. Lebend raus. Doch, kommst du, Jacob. Warum immer so pessimistisch, ey? Oh, geschafft. Damit wäre der Anführer der Blighters auch endgültig Geschichte. Jetzt fehlt nur noch ein Mann. Maxwell fucking Starrick. Nee, Crawford heißt er doch, oder? Crawford Starrick. Ich weiß es schon nicht mehr. Okay, nice. 100%. Bam. Hatte was, die Mission. Nicht übel. Okay. Oh, die Freuden der Freiheit habe ich bekommen. Nice. Ordnung erschuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Brutnell, Elliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern, stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Der Edensplitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otso Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Okay, alles klar. Letzte Sequenz, Nummer 9. Dann wollen wir dem Starrick jetzt mal gehörig die Suppe versalzen. Wir haben ihm schon oft genug reingespuckt. Aber jetzt geht's ans Ganze. Na warte. Du kommst spät. Starrick setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry, sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht will Starrick den Edensplitter stehlen und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren.
Einmal noch, wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wie lautet der Plan? Welch unerwartetes Vergnügen, Sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, dann könnte jemand Ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli, falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant! Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones! Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen, mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass er eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. Sie so, what the fuck? Alles klar. Dann müssen wir auf jeden Fall einige Vorbereitungen treffen, bevor wir uns in den Buckingham Palace schleichen können. Kind. Naja, zugegeben, sie hat schon einen guten Punkt, ne? Auch wenn er tatsächlich ein notwendiges Übel beseitigen musste, also es war notwendig, diese Übel zu beseitigen, aber er hat halt keine Alternativen dahinter geräumt. Er hat einfach die Leute in gewissen Schichten von der Stadt, in gewissen Berufsgruppen, an wichtigen Führungsstellen der Stadt, er hat die einfach eliminiert, weil sie Templer waren. Aber er hat niemanden an ihre Stelle gesetzt, der ihren Platz einnimmt und den Assassinen treu ist. Darum hat er sich nie gekümmert. Einfach nur töten und fertig. Wer dann am Ende eben alles wieder gerade gerückt hat, war dann eben tatsächlich Evie. Wer weiß, vielleicht hätten sie den Edensplitter schon längst in Händen. Ein sehr hübscher Anzug. Ja, wenn Jacob... sich ein bisschen besser darum bemüht hätte, was ist denn eigentlich, nachdem ich den Templer getötet habe? Das dazu echt nicht unrecht, muss ich sagen. Alles klar, wir sind in Sequenz 9 angekommen, Leute, dem finalen, der finalen Sequenz von Assassin's Creed Syndicate. Ich bin gespannt darauf, was uns hier erwarten wird, aber das finden wir erst ab dem nächsten Part heraus. Also dann, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, falls euch das Video gefallen haben sollte. Gerne auch mal einen Kommentar. Ich freue mich immer wieder sehr darüber, wenn meine Videos gut ankommen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns zum nächsten Part von Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin!